Wer wird Let's Dance als Sieger verlassen? Abdelkarim, 41, wird es schon mal nicht werden. Der Comedian musste die beliebte Tanzshow in der vergangenen Folge gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Katrin Menzinger, 34, verlassen. Seine Fans finden es sehr schade. Auch bei den Zuschauern wurde der gebürtige Bielefelder immer beliebter. Doch bei welchem Promi sieht Abdelkarim jetzt am meisten Potenzial? Das verriet er gegenüber Promiflash. Ich finde die Gruppendynamik dieser Staffel grandios. Das ist ein richtig sympathischer Haufen. Daher gönne ich allen den Sieg. Ich glaube, es wird richtig, richtig spannend, bereitete Abdelkarim im Interview mit Promiflash den Zuschauern Vorfreude auf die kommenden Shows. Als Laie habe er erkannt, dass 3 bis 4 Promis herausstechen. Aber es gibt einige, die an guten Tagen für eine fette Überraschung sorgen können, weiß der 41-Jährige. Doch wie geht es für Abdelkarim nach Let's Dance weiter? Der Kabarettist habe vor, die Show weiterhin zu verfolgen. Wenn nicht gerade Freitag 20.15 Uhr ist, toure ich mit meinem Comedy-Programm Wir beruhigen uns durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich bin zwar seit kurzem Tänzer, aber ich habe jetzt wieder richtig Bock auf Comedy-Bühnen, gab Abdelkarim seine Pläne preis.